Herzlich willkommen bei Let's Play Wing Commander Privateer. Und nachdem wir die letzten beiden Folgen ziemlich viel einstecken mussten, haben wir uns einfach ja, übernommen mit den Aufträgen, heißt es jetzt endlich geschafft. Wir können uns die Centurion leisten. Wir haben knapp 300.000 auf dem Konto. I see you're looking at the Centurion. Hell of a ship. As you can see, the Centurion is a heavy fighter. Note the racks for four guns, two weapons, and of course, a rear turret. Beautiful, eh? Look at those hard edges, the aerodynamic sleekness. Did you know the Mercenaries Guild has endorsed the model 2069 as the best publicly available fighter? The Centurion is a real bargain, priced at 200,000 credits. I'll use your old ship as a trade-in, including any extras. Any credits left will be credited to your account. So how about it? Interested? Ja, schön, wie er die Centurion hier anpreist. Und natürlich kaufen wir You uns die. certainly know a good deal when you see one, friend. You'll find your new ship fueled up and waiting on the landing pad for you. Your payment will be deducted automatically. Have a good one. So, was haben wir übrig? 137.000. Was haben wir auf dem Schiff drauf? Gar nichts. Deswegen das erste, was wir kaufen. Engine Upgrade. Schildgenerator. Afterburner. Und für den Anfang reichen Laser aus. Jetzt haben wir noch 40.000. Dafür kaufen wir auf jeden Fall Raketenwerfer. Am besten zwei Stück. Dann noch 20.000. Die passenden Raketen dazu. Und jetzt ist die Frage, für was reicht's noch? Dafür reicht es leider nicht mehr. Aber ich werde nicht anfangen und hier Raketenabwehrsystem mittlerer Klasse zu kaufen. Fast hätten wir die Panzerung vergessen. Übrig bleiben 17.000. So, wir bekommen für dieses Modell bekommen wir 20.000. Wenn wir das kaufen wollen, müssen wir 40.000 hinlegen, das reicht nicht. Aber wenn, dann kaufen wir sowieso gleich das. Dann machen wir keine Zwischenschritte. Ja. Abspeichern. Und mit einem leichten Auftrag mal schauen, was die Centurion so hergibt. Helen. Scout. Navigationspunkt 1. 4000. Den nehmen wir einfach mal. So. Hier steht's, tolle Schiff. Navigationspunkt 1 ist eingeloggt. So, wir sehen jetzt schon, wir haben hier viel, viel mehr Sichtfeld. Unsere Schilde auf der linken Seite, unser Radar auf der rechten Seite. Geschwindigkeit Standard 500. Knapp 1000 mit dem Afterburner. Und na, wenn das nicht abgeht. Sag bloß, jetzt gibt es hier keine Feinde. Ha, wir müssen einfach nur den Navigationspunkt ansteuern. Aber mit der Geschwindigkeit absolut kein Problem. Zack, sind wir da. Und zurück. Na, wenn alle Navigationspunkte bei der letzten Mission so leicht anzusteuern gewesen wären, dann wären wir bereits vor zwei Folgen in der Centurion gesessen.
Da, da kann ich mal richtig aussprechen. So schnell ist das Schiff. Kein Schaden. Keine Raketen verbraucht. Noch ein Auftrag. Vielleicht kriegen wir diesmal was zu kämpfen. Hector. Wir sind... halt. Bei der Achilles. Na, mal gucken. Scout. Nav 8. Treusystem. Piraten. Komm, nehmen wir mit. Defend Base. Ja, das ist das falsche System. 5 Navigationspunkte. Komm, die machen wir auch noch schnell. Weil diesmal haben wir Geschwindigkeit. Navigationspunkt 1. Oh. Und hier haben wir die erste Begegnung mit Kilrati. Ob das daran liegt, dass wir hier unser Schiff gekauft haben? Oh, und wir sind so schnell, dass wir in Kilrati einfach reingeflogen sind. Ziemlich wendig, die kleinen Dinger. Und irgendjemand schießt auf uns. Enemy target destroyed. Ja, schön. Nichts zu reparieren, obwohl wir ein bisschen Schaden bekommen haben und sogar in ein Kirati-Schiff reingeflogen sind. Retro. Na, mal sehen, was die Jungs zu meinem neuen Schiff sagen. Der Laser ist halt ziemlich schnell. Und wir müssen aufpassen, dass wir mit der Geschwindigkeit nicht ständig in die Feinde reinfliegen. Wir brauchen keine Raketen mehr gegen normale Feinde. Zack. Und die Schilde halten. Können wir die Raketen für richtig schwierige Gegner aufsparen. Eine Höllenmaschine, diese Centurion.
sicher der Schildgenerator der zweiten Stufe, der sorgt natürlich auch dafür, dass jetzt Raketentreffer und sonstige Treffer nicht mehr ganz so sehr. Das ist der Wahnsinn, wie das Ding abgeht. Ja, nicht mehr ganz so sehr Schaden verursachen. So. Ja, das war's. Auftrag erledigt. Bisschen was kaputt gegangen an meinem Radar. Und ab nach Hause. Good to see a friendly ship. Now entering an automatic landing. So schnell hatten wir noch nie alle 5 Navigationspunkte abgegrast. Und wir können ja jetzt mal versuchen, ob wir ganz schnell einen Patrouillenauftrag bekommen. Und das Ganze dreimal. Da haben wir es, 15.000. Und ich glaube, diesmal werden wir damit keine Probleme haben. Zehntausend ist zwar ein bisschen wenig. Siebzehntausend nehmen wir. Und diesmal werden wir einfach wirklich alle Feinde ignorieren. Wir geben einfach Gas. Und wenn wir sehen, ja, nee, die knallen uns doch ab. Aber so wie es aussieht, lassen wir die einfach hinter uns. Zack, wir können Autopiloten einschalten, die Feinde sind weg. Na, so weit sind wir noch nicht. Zack, nächster Navigationspunkt. Jetzt machen wir es mal wie die. Wir fliegen einfach vor den Raketen davon. Zack. Zwei Raketen explodiert, ohne dass sie uns getroffen haben. Retros. Na? Die lassen nicht locker. Dann haben wir Milizen. Jetzt sind wir schnell mal kurz zu einem Navigationspunkt geflogen. Sollen die sich doch prügeln? Ich soll nur einfach mal beim Navigationspunkt vorbeischauen und dann bekomme ich mein Geld.
schon eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Sag mal hier, Piraten, die interessieren uns aber auch nicht. Den fliegen wir auch einfach davon. Ja, die Raketen explodieren im Nichts. Jetzt dürfen die sich mal ärgern, so wie wir es zu Beginn getan haben. Wenn wir mal auf die Sternenkarte schauen, das ist der Weg noch bis zum Navigationspunkt. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns, aber das geht so schnell. Chill out before I get mad. Repent and accept our righteous judgment. Der gibt nicht auf. Aber er entfernt sich ganz, ganz langsam. Er kommt näher. Wie das? Der kann mit meiner Geschwindigkeit gar nicht mithalten. So, was haben wir jetzt hier? So, und jetzt entledigen wir uns der Feinde. Haben sie uns jetzt schon getroffen, damit, boah, damit das Ganze nicht ganz so hässlich wird. Your destruction is the will of God. So, jetzt haben wir schon ein bisschen Schaden kassiert. Das waren jetzt doch ein bisschen viele Gegner. Your destruction is the will of God. Ja, waren ein bisschen viele Gegner. Die haben sich alle angesammelt. Aber wir kommen auch unserer Basis wieder näher. Ist die Frage, drehen wir um? Machen wir die platt? Und ich würde sagen, ja. Einer noch. So, zurück zur Basis. Wir haben ein bisschen Schaden bekommen, aber wir haben einen Auftrag erledigt. Good to see a friendly ship. Okay. Was ist das für einer? Keiner. So, zur Höchstgeschwindigkeit reicht es nicht mehr ganz. Ein bisschen Schaden bekommen. Now entering an automatic landing zone. Aber das war schnell verdientes Geld.
Gutraketen übrig. Wir haben 70.000. Bekommen 20 für den. Das reicht noch nicht ganz, um den besten Radar zu kaufen. Aber möglicherweise reicht es uns in der nächsten Folge. Und ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, die Centurion zu erleben. Mir hat Spaß gemacht, sie zu fliegen. Das ist wirklich eine Wucht von einem Schiff. Wenn ich jetzt noch das Raketenabwehrsystem habe und einen Reparaturroboter, ich glaube, dann können nur noch große Massen an Kilrati-Schiffen wirklich gefährlich werden. So, damit endet diese Folge und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Let's Play Wing Commander Privateer.